Ja, ich nicht immer. Jo, meine Freunde, hallo und willkommen. Wir sind wieder unterwegs. Und gleich stößt auch noch Alea zu uns. Das heißt, wir sind tatsächlich mal alle drei unterwegs. Das Einzige, woran man sich gewöhnen muss, ist, wenn du eine Pumpe bei hast, dass du halt immer mit Pistole läufst und nicht mit Gewehr. Weil das Gewehr bringt ja nichts. Tja. Was ist egal? Sollen wir Mühle oder Schweinefarm? Das ist egal. Dann lass uns Schweinefarm gehen. Hast du was gehört? Nee, ich guck nur extra darüber. Ich dachte, sie können von rechts kommen. Ja. Wir können uns jetzt auch entgegenkommen. Um genau zu sein, ich glaube, das ist der Fall. Oder ist das von hinter uns? Ja, das wird von den Kopfhörern nie richtig dargestellt, ob vor dir oder hinter dir das Geräusch ist. Soll ich überall stehen bleiben? Nö, so. Hä? Ja, was laufen vor dir? Da. Okay. Ja, jetzt weiß er, dass wir hier sind. Und ich habe keine Fernwaffe. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Zombies waren, die da gelaufen sind, aber... Ich habe nichts gesehen, ich kann es nicht sagen. Ja, ich habe nur was laufen hören von vorne. Ne, da ist was, hörst du es? Er hat gerade ein Monster erschlagen. Es war aber etwas weiter weg noch. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er links oder rechts vom Compound ist. Ich habe was laufen hören wieder. Ich meine, von da gehört. Mhm. Hörst du? Ja, jetzt höre ich ihn auch. Sind zwei. Hinter uns. Hinter uns auch. Ja, versteck dich. Hat mich im Schwert. Brennt aber hinter dir, ne? Zwei. Zwei. Drei sogar. Drei kann nicht sein. Einer hat ein Schwert. Ich weiß. Ich hab Pampe. Danke. Da hat er auch eine Bornheim. Der hat da auch eine Bornheim. Oh Mann! Mit Feuermunition drin. Ja, habe ich gesehen. Fuck. Ich weiß jetzt nicht, ob es getradet war. Ich glaube aber nicht, ja. Also in dem Blickfeld in Och, zwei Kills. War getradet. Ja, war getradet. Was heißt das, Team? Hammer hast du auch ausgeschaltet? Ja,
Ja, wäre aber schöner gewesen. Ich hätte dann noch überlebt. Leider war der erste ein Stern, der zweite der 3 Stern. Das, ja. Pech. Er hat natürlich intelligenter gehandelt. Ich hätte aber auch früher schießen müssen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, bin näher rangegangen. Das war falsch, ne? Also es ist halt immer so, wenn der natürlich eine gute Waffe hat, dann hast du Pech. In dem Fall der Bornheim, die schießt natürlich 2 Kugeln schnell. Wenn es eine normale Pistole hätte, hätte er Pech gehabt. Jo, hallo, Schade, willkommen. schade, schade. Ja, Tag Nummer 3. Der Solo-Spielrunden. Also, immerhin habe ich jetzt mehr Neues von meinem PC. Aber davon erzähle ich euch, wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt muss ich jetzt mal hier spielen. Okay. Ist tot. Goldene Felder, ich mag gerade nicht. Jetzt habe ich schon mal eine Axt verloren.
Ja, Punkte für den Clou. Also sollte ich Süden laufen. Um den kann ich mir immer noch kümmern. Okay, Bounty wechseln. Oder hat er gerade erst aufgehoben? Kann auch sein. Ach, Pampe. Thank you.
2. Scheiße, dass das 2 sind. Ein Bounty ist raus. Und zwar die Balken wieder. Ja, die hole ich nicht mehr ein. Ich gebe das andere Bounty holen. Also, wie man sieht, das mit dem Wiederbeleben ist gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem habe ich keine Chance gehabt, weil es ein Duo war. Also von daher. Ich habe ja noch nie gesehen, wie das so funktionell ist. Schwer zu sagen. Also zwei Mann waren das ja, die gefightet haben. Eine Leiche lag da. Ja, mit Sicherheit, wenn ich es richtig vom Looten her gehört habe, noch zwei Leute gekillt. Das heißt, 6. Das ist erst die Hälfte. Süden ist der Ausgang.
Okay. Alles leer. Süden ist der Ausgang, habe ich gesagt. Also ab in den Süden. So. Ja, jetzt erzähle ich euch mal den Stand der Dinge. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Also, angeblich ist es jetzt der Prozessor. Er hat den Prozessor zwar noch nicht ausgetauscht und getestet, aber angeblich ist es der Prozessor. Und er geht davon aus, dass der PC sich überhitzt hat und deswegen der Prozessor beschädigt ist. Und da habe ich noch mehr klar gesagt, der das am Vortag der Rechner noch getan hat, am nächsten Tag aber nicht mehr, dass das sehr schlechte nicht auf einen Temperaturschaden zurückschließen lässt, ne? Weil dann würde er ja von jetzt auf gleich ausfallen und nicht von einem Tag auf den anderen. Und dann sagt er, ja, nee, die Kühlung hätte ausgetauscht, hätte das Netzteil ausgetauscht und die zwei Sachen werden es nicht. Also bleibt ja nur der Prozessor und er glaubt nicht daran, dass es das Board ist. Das wäre eher... Das wäre eher ungewöhnlich und unwahrscheinlich. Ja, ich bin ja fast da. So, der Haken an der Sache ist, dass wenn ich den jetzt zurückschicke, das dauert wohl mehrere Tage, weil die natürlich dann sagen, die schicken ihn erstmal eine AMD ein, um sicherzustellen, dass tatsächlich nicht ein Überhitzungsschaden ist. Ne? Also die Aussicht auf Erfolg ist natürlich da begrenzt. Und der Rechner fällt dann natürlich noch länger aus, was natürlich sehr negativ wäre, logischerweise. Und jetzt ist natürlich guter Rat teuer, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich jetzt einfach einen neuen Prozessor kaufe, obwohl ich eigentlich das nicht verschuldet habe, kostet mir das 250 Euro. Und ja, schicke ich ihn ein, kann es so lange dauern, dass ja, ihr vielleicht dann bis dahin komplett verschwunden seid. Weil ihr sagt, so der kommt nicht mehr wieder. Also... Hätte ich wohl oder übel einen neuen Prozessor einbauen lassen. Anschließend den anderen Prozessor einschicken und hoffen, dass dann die Reklamation noch anerkannt wird. Und ja, dann habe ich zwar zwei Prozessoren, aber einen davon kann ich ja dann wieder verkaufen. Bekomme dann zumindest einen Teil des Geldes wieder, aber ich kann zumindest direkt spielen. So, das ist jetzt so die Endlösung des Ganzen. Ist ein bisschen traurig, weil ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich das getestet hat, sondern ich glaube einfach nur, der sagt, das ist so, weil das für ihn das Logischste ist, weil er denkt, die Pumpe funktioniert problemlos und ja. Wenn es dann nicht so ist, stehe ich da wie ein Ochse. Ja. Naja. Aber Leute, ich will ja wieder Videos machen mit euch zusammen und das ist jetzt meine einzigste Chance, wenn der Prozessor morgen da ist bei der Werkstatt und er baut mit denen ein, dann können wir am Freitag ganz normal wieder aufnehmen. Wenn es dann das dann auch ist, was ja immer noch die Frage bleibt. So, oh wei, ich bin von einem Einstern ausgeschaltet worden. Naja.
Also der hatte die Trophäe zuerst und der hat sie auch wieder rausgeholt. Das heißt, der ist auch respawned und hat dann die, was du dann noch über gekillt. Oh, ich bin von zweimal verschiedene Leuten gekillt worden. Und zweimal in einen Stern. Oh, wie peinlich. Oh. Also das Duo hatte das zuerst, das ist gestorben. Das heißt, die zweite Leiche habe ich nicht gefunden. Dann hatte dieses Duo-Team, also Team 4 hat es zuerst, dann hat dieses Duo-Team es gehabt. Ja, ich denke, dass der hier ist wahrscheinlich, der war gar nicht im Kampf verwickelt. Das war den, den ich beim, als ich tot war, rausgehen habe hören. So, davon hat mich dann einer erschossen und die sind dann wieder von einem anderen Duo erschossen worden. Und die, ja, haben auch mich gekillt. Naja. Schade. Ich habe aber meine 3 Sterne noch. Naja, zumindest eine spannende Folge. Ich sag mal, bis dann.